somit ein herzlich willkommen wieder zurück zu eurem Foli von Folis Gamer aus und zu einer weiteren Folge zu It Takes Two zusammen mit dem Oldfire68. Willkommen natürlich auf YouTube und auf Twitch. Herzlich willkommen wieder zurück. Hallo. Hallo, es geht weiter mit Part 4. Staub ist Staub. Ja, wir gehen erst sofort rein. Das ist eine gute Sache. So, das haben wir schon. Sind diesen Elefanten wirklich? Staubiges Kinderzimmer. Oh ja, bekannt Shadow. Oh, das kenne ich noch von früher. Aus Holz da. War damit so das kann ich, das gelben, kann ich gelb, gelben und roten aber Schrauben, oder? Ja, ja, genau. Rote Schraube und. Ich weiß auch ja. Nicht, warum. Okay. Hier sind wir hergekommen, oder? Astronaut könnte jetzt ein bisschen. Oh, ja. Ich glaube, Astronaut könnte jetzt ein bisschen Freiraum brauchen. Da geht's auf jeden Fall nicht zurück. Was haben wir denn hier? Kommen wir nicht rein? Okay. Also wahrscheinlich hier weiter. Oh, guck dir mal die Socken an. Alter Falter. Manche verstobt hier. Mein lieber Schalli, ist deine Tochter wieder. Ja, aber hier gucken wir da. Essensreste. Appelgrotze unterm Tisch, unterm Bett. Ja. Ist von mir oder was? Ja, weiß ich nicht. Ein Pflaster hängt da rum. Cool. Dino Land. Mit Einhörnern? Ah, ne. Speedy Driver. Ach, guck mal da. Ja, cool. Warte, ich guck mich aus. Oh, ich muss sie aufziehen. Oh oh. Warte. Vielleicht ist besser, wenn ich dich. Oder? Let's see. Das ist mein Auto. Das war für dich, ja. Ja, da musst du dich schon hinsetzen. In der kannst du dich. Kannst du dich schon drin setzen, doch. Aua! Oh. Doch, jetzt. Nope. Nope, steht da drauf. Vielleicht mal nicht so weit. Ich kann da, kannst du da nicht eher raus, du kannst ja nicht rausspringen. Huch. Bist du doch ein Stück Reis eben? Nee, drüber, glaube ich. Was hat es so ausgeht, dass du. Nee. Also muss man durch den Kreis? Ja, schon wieder befahren. Super. Ich würde was sagen, ja. Aber ich probiere mal dich jetzt nochmal. Gib mal diesmal nicht so viel Schwung. Hoppla. Sieh dir diese Bullen an. Zeit für ein Rodeo. Ach, Rodeo, guck mal da. Cool. Hier können wir Rodeo machen. Auf geht's. Da hast du einen wilden Ritt vor dir. Ich will sehen, wie du abgeworfen wirst. Das wird nicht passieren. Ich klebe an diesem Bullen. Ich hab Mann, dieser Bullen ist wild. Bingo. Ja. Na, Mel, fliegst du schon durch die Gegend? Cool. Yeah. Was? Oh, komm. Ich reite zum Sieg. Oh. Ganz genau! Jeeha! Wo ist mein Cowboy-Hut? Ah. Weiter! Ah, scheiße! Oh, beharrlich kein Witzig! So, Nadelkiste. So, wir müssen wahrscheinlich durchstehen. Hier los. Toll, runtergespackt auch noch.
konntest. Ja. Ah. Okay. Ja, natürlich ist es ein Bällebad des Todes. Ist Bällebad des Todes? Warte mal. Aua! Dreckskar. Na, okay. So macht das keinen Spaß. Wir müssen mit dem Auto. Na, beide mit dem Auto, oder? Nee. Eine halt. Aber kann man, wir müssen durch den Kreis dann oder so. Nee, das langt noch nicht. Doch, das langt. Nee. Ah, noch ein bisschen mehr. Gut. Das müsste. Nee, das wäre zu viel gewesen. Scheiße. Noch ein bisschen. Oh ne, passt. Ja, wir landen sie mehr durch und dann? Nee, wir müssen so runterklettern, 100 pro. Das hat's. Ach, Magic Castle, okay. Ja. Ah ja. Okay. Ah, du musst dich da durch. Oh. Kannst du da nicht dran springen? Grün, also das ist der blaue, ist okay. Jetzt grün. Ach, scheiße. Bereit? Jo. Bereit? Ja. Oh. Jetzt ist hupp die ne, die blöde Pumpe, ne, das gibt's doch nicht. Hupp doch drauf, da bleibt ihr jedes Mal da hängen, das gibt's doch nicht. Mensch. Was ist hier los? Ich will meine Waffe wieder haben. Die rutscht ab. Das gibt's doch nicht. Die backt hier rum. So, warte mal, das Gelbe ist hier. Okay. Was bleibt da so? Nee. Da fliege ich runter bei dem Knopf. Das gibt's doch nicht. Ah, jetzt hat's natürlich. Jetzt hat's natürlich geklappt. Das war ja klar. Warte, ich stelle mich davor. Ich stelle mich vielleicht ein bisschen drauf. Weil das kann ich ja machen. Mach schnell. Genau. Ich stelle mich einfach drauf. Ich sag dann, ich springe jetzt. Weil das geht ja scheinbar nicht zurück. Okay, ich bin jetzt drauf. Ich springe jetzt, okay? Okay. So. Ja, ich spring jetzt. Ja. Gut. Du musst zurück nochmal.
Auf die 4 musst du doch, oder? Ja, vielen Dank. Achso, ich muss drauf fliegen, alles klar. Halt dich ja fest. Mensch, jetzt können wir nochmal. So. Komm, hol das Lasso raus. Was da hinten ist, aber auch ein Loch, oder? Ah, da kommen wir bestimmt wieder raus. Hoffentlich begegnen uns keine Mäuse. Stimmt. Vielleicht sind sie freundlich und helfen uns in dieser Welt. Ganz bestimmt. Also müssen wir die Kammer hier kommen, los hier. Ja, das ist echt. Das geht eigentlich nicht mehr so. Was denn hier? Schrauben festziehen oder was? Naja. Ah, ja, klar. Oh. Natürlich. Ich habe jetzt gar nichts gedrückt. Aber egal, macht nichts. Das ist eine Kombination, da kannst du 10.000 Mal zugucken. Das hat keinen Arsch, weil die sich alle bewegen. Oh. Ah. Ah, ich gehe wieder zurück. Halt dich doch fest! Mit deinem elenden Krüppelhänden! Jo, da springt sie fast oben drüber! Ach komm, spring runter. Und noch einmal. Damit du es lernst. Und noch einmal. Wie Lara Croft, ab mit dir. Zack. Geht doch. Warum nicht gleich so? Ein Schwein. Ja, ist ein Schwein in der Mitte. Aua. Okay, geht also nicht. Was ist denn hier drüben eigentlich? Okay, nix. Und dann müssen wir beide irgendwie hin. Ne, machen wir eins. Ah, Maus, ich muss das. Ah, ich muss das ansagen, okay. Du musst auf die Felder hin und her rum. Abfahrt. Maus? Löwe? Hab ich nicht. Okay, Pferd wäre das nächste. Alles klar. Okay, da weiß ich mal schnell. Maus und Löwe. Löwe hab ich nicht. Warte. Pferd kommt als nächstes. Pferd. Ja. Maus? Schwein? Ah, zu spät, sorry. Alles gut. Also, was war's? Schwein. Maus. Pferd. Pferd. Maus. So, dann hatten wir
Schwein. Maus. Nee, okay. Bär. Bär? Mhm. Hast du einen Bären gesehen? Ich habe keinen Bär gesehen. Okay. Doch, rechts. Ah. Das war mal nix. Abfahrt. Maus. So, Maus. Pferd. Pferd, genau. Maus. Maus. Schwein. Schwein. Und Bär, Maul. Rechts. Ja, oder Bär ist es, ja. Okay, okay, okay. Alles klar, Cody. Okay, was hast du? Das oh, jetzt du... Die anderen Tiere. Okay, als erstes ist der Frosch. Der Frosch, genau. Was soll das? So ging's mehr auf uns. So, Maus. Habe ich nicht. Du musst auf die Hunde, du musst die anderen Viecher nehmen. Ach so. Okay. Guck mal, guck mal links, ich habe bevor du losfährst, ich habe den Frosch, diesmal habe ich den Löwe, dieses komische Schaf. Der Schaf und der Hund. Der Hund, ja. Also, erster Frosch. So. Nächstes war der Löwe oder Hund, glaube ich. Hund. Löwe. Maus. Schaf. Schaf. Ach, Schaf, jo. Ich bin als... Schäfle. Schäfle, ja. So, jetzt haben wir erst den Hund. Da kann ich bleiben. So, Löwe. Schaf. Bestimmt der Frosch als letztes. Frosch, ja. Löwe. Okay, Frosch. So, der Hund. Löwe. Schaf. Frosch. Yep. Löwe. Yep. Okay. Okay. So. Bei mir kommt als erstes Kuh. Genau. Dann sehen wir mal. Wohin geht es als nächstes? Bereit, den Rechenschieber hochzuklettern? Oh nee, nicht rechnen. Ich habe davon geträumt, seinen Gipfel zu erklimmen. Ach, die Dinger müssen weg hier, okay. Oh. So einen Rechenschieber hatte ich aber nie gehabt. Aua. Oh, scheiße. Moment. Diese Schlangenkiefer sind ungewöhnlich hohl. Ach nee. Zum Minispiel, okay. Machen wir hier weiter. Müssen wir da beide hoch? Nee, ne? Ich glaube da noch nicht so dran. Ich glaube, wir müssen die Farben hier rausjucken. So. Doch, du musst hier hoch. Ach, halt die doch mal. Ah. Und los. Ich glaube, das müssen wir lösen. Ich habe ihr erst neulich dabei geholfen. Wird sicher ein Klacks. Ach so, warte mal. Oh.
Was? 18, 15, 16? Ja, stimmt. Stimmt das? Nummer. Nein. Das war peinlich. 0, was? 0 und 5 ergibt 11. Wie viel ergibt 11? Autsch. Zu später stöhnt man. Was? 0 und 3? 8. Oh, war doch richtig. Gut, wisst ihr. 8 und 5 gibt 15. Wie viel gibt 17? 8 und 18, 16, 7. 7 und 5. Nein! 7 und 5. 5, ja. Ja, gibt 12, 8. 8 und 2. Nee, das sind 10. Scheiße, ja. Na! 16, 9 und? 9 und 5. Ich wollte gerade um die. Ach du Scheiße, na. Was? Ist gleich 5. 3 plus 2. Zwei und drei ergibt 8, 5 und 3. Vier und zwei. Was? Vier und zwei? Vier und zwei, ja klar. Vier und fünf. Er gibt 13, 9 und 4. Haben wir keine 9? Doch, 9 und 4. Nein, plus 4 gibt 15. 9 und 5. Nee, haben wir nicht. Doch, haben wir. 5 haben wir. Okay. Was? Hä? War das richtig? Ah, nee. Nee, gibt 14. 14. 17. 8 und. Aua! Ich weiß nicht, ob wir da 8 laufen. Ja, das wäre die 8 und die 9 gewesen. Ja, 16 sind. 9 und. Nee. Oh. 15. 14. 7 und 8. Und das sind tatsächlich ja 15 jetzt gewesen, genau. 3 und 7. 5. 11. 9 und 2. 2, 2, 2. Machen wir. 4. Ah. 10. 6 und 4. 14. 10. Genau. 17. 8 und die 7. Oder? Nee. Nee. Nee, es wäre ein 7 gewesen. 9 und 8. Ja. Ach, ich kreise alles ein. Komm. Müssen wir jetzt noch mal von vorne? Nee, wir können ja weiter oben. Au! Nicht wirklich, glaub ich. Au! 5, 4 und 1. Da müssen wir die Zahl wieder bis ganz zurück machen oder alles richtig rechnen oder was? Das ist 7 und 8. Falsch. 8, 9, 10. Das war doch. Oder zu spät vielleicht. 12. 6. 4 plus 2.
16. 9, 10, 7 hier. Achso, 15, 9 und Memory! Nicht meine Stärke. Aber meine. Ich liebe Memory. So. Ja, wir haben es versucht zu rechnen, aber uns ist es später Stunden brauchst du nicht mehr rechnen. Aber grüß dich, Charlie. So. Ich habe mir jetzt gerade gar nichts gemerkt, aber gut. Wir kriegen es hin. Also. Hep. Hep. Na gut, hier waren die Kirschen. Hier ist eine Banane. Erdbeer. Ah, warte. Orange. Orange war doch hier oder hier war es gerade? Hier, glaube ich, oder? Jo. Ja. So, weiter geht's. Mach mal hier oben. Hat man noch nicht gehabt, das ist eine Aubergine, also ich weg. Aubergine. Ja, wunderbar. Guck mal, wenn sie das gemerkt haben. So, Banane wäre hier. Ich guck mal jetzt mal hier, was ist das? Banane? Banane. Hier ist die Kirche drunter. Die Kirche ist hier oben noch, die andere. So, dann ist hier die. Ah, ne, das war Erdbeer. Ah, scheiße, ja, das war Erdbeer. So, Kirche und? Hier oben. Kirche. Also das Erdbeer hier. Und bei dir unten. Da würde ich mal sagen, das. Und das. Eine Birne, jawohl. Easy. Oh. Wieder Mathe. Das ist Malen nach Zahlen. Zahlen. Oh. Ach du Scheiße, nein. 2, 3. Du musst mitmachen. Was? 2, 3? So, jetzt rüber irgendwie auf die 2. Die 3 hoch. Die 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, warte, lass uns noch mal eine kleine Schneise machen. 1, 2, 4, 5. Halt. 6. 7, hoch. Jetzt wieder runter. Jawohl. 8. 9. 9. Rüber. 10 hier hinne. 11. 12. Hier runter. 13. 14. 15. 10. 16. Hier rüber. 17 hoch. Gut, jetzt rüber. Hä? Hör doch. Eins, zwei. Du musst zeichnen. Ich stehe noch dran, weil du zeichnest. Bist du sicher? Ja, ich drücke gerade gar nichts. Ja, du musst aber rechts oder links oder irgend sowas. Ah, okay. Das kann natürlich sein. So, genau, du musst. So, ich mach dann hier 5 Unerzus, 6, 7, ab zu 8, 9 hier rüber. Was soll das denn? Wir haben doch. Nee, wir sind zu nah an der 11 dran gewesen. Ja, das ist als 11 erkennen. So, ab zu 3 hoch, mit der 3. 4 ab. Mensch. 4, so. 5. 6. 7. 7. 8 und. 9. 9. Okay, noch ein Stück nach oben. Jawohl. Nach 10, unten. 11. 12. 13, 14. Was machst du jetzt? Weiter. Nee, wir haben die 14 noch nicht. Doch, haben wir doch schon.
Die ist nicht auf, die ist nicht aufgegangen. Die ist nicht aufgeblinkt. Echt? Ja. Ich habe nichts gesehen gerade. So, jetzt hoch zu 17, 18, 19, 20 runter, 20, 21, 22, 3, 100, hinter hoch, 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 hoch. Heieieiei. Jetzt muss man Musik spielen. Ich dachte, der Zustand, als er gelaufen ist, dachte ich, okay, ich muss doch nichts steuern, ich muss nur vielleicht ansagen. Nee, nee. Also. Nee, nee. Sag mir bitte nicht, dass wir mit du warst für rechts und links und nicht für hoch und runter. Ah, okay, okay. Oh, die sind klasse. Warum bist du so aufgeregt? Als Kind habe ich die immer geliebt. Ich hab dich und Rosie nie damit spielen sehen. Natürlich haben wir das. Sie gewinnt jedes Mal. Sie scheint am Käse interessiert zu sein. Ach so, warte. Ach so, musst du da nicht rüber oder was müssen wir da machen? Ach, wir müssen den Käse hier rüberkriegen. Diesen komischen Ball. Nee, später. Wir müssen. Nein, du musst zu mir rüber. Der Ball ist auf unserer Seite hier drüben. Wir müssen diese Brettspiele so hin und her bewegen, links, rechts, dass die Kugel so rollt. Kennst du nicht so die Murmelspieler von früher? Die, wo du ins Loch reinbringen musst? Ja, doch. Warte, ich jetzt erst. Ich muss hierher. Jetzt zu ihr. Ja. So. Halt, zu mir. Langsam. Na. Ist so schnell. Scheiße, hätte mehr. Kann ich denn auffallen? Nee. Nee, wir sind oben drauf. Oh. Auf dieser Platte. Warte. Langsam. Jetzt runter. Okay, langsam. Ich gehe auch erstmal hier in die Ecke. So, dann haben wir den erstmal sicher. Das heißt, du müsstest jetzt da bleiben. Ich komme ein Stück zu dir und dann gehe dann in der Mitte wieder hoch. Normalerweise. So. Ja. Gut, das haben wir erstmal hier an dem Eck. Jetzt heißt es. Jetzt müssen wir so ein bisschen. Erstmal hier ins Eck bringen. So. Dann langsam runter. Bisschen runter. Ja, das passt. Jo, das sollte passen. Gut. Ab, das andere Brettspiel. Was ist denn da? Halt, ich muss die andere Seite. Ah ja. Blau zu blau, grün zu grün. So, mal überlegen. Okay, hier muss jetzt ein Stück. Hier. Aber, das war schon zu viel. Das war schon zu viel. Noch gar nicht.
So, warte mal. Weil wir müssen dann auch die Dose aufmachen, oder? Nee, die kommt dann automatisch hoch. Meiner Meinung nach. Pöp. Das kann er erstmal schön ins Eck rollen. Oh, jetzt müssen wir. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ah! Ja. Halt dir schon los, du. Ah, dann halt dir. Auf die Kant. Segel. Du bist ein Segel. Ja. So, oder wir müssen an die Dose bringen. Nee! Ach, wir hätten hier so weiter runter gemüsst. Nee, eigentlich nicht. Dachte ich jetzt so. Wir müssen nur hier unten irgendwie eine Kante mit hinbringen. Hier müssen wir den hinkriegen. Hier auf dieser Kante. Ja, ja. Ah, das wäre hier. Jupp. Nee, der rollt dann links rin. Nee, ich glaube, wir müssen den, währenddessen der hier ist, müssen wir ihn schon gar nicht an die Kante rumkommen lassen. Sondern gleich laufen lassen, das Ding. Praktisch, wenn es hier auch schon runterläuft. Und jetzt wieder zurück. Oh, du Hund! Guck, der hast du gesehen, das... Voll das Schmuspiel. Natürlich. Außerdem ist er nicht ganz rund, der ist ganz schön eckig, dieser Ball, ja? Kruzifix. Genau, ist ja ein Käse. Und wer hat vor allem schon mal einen runden Käse gesehen? Eigentlich müsste er eckig sein, der müsste nur so poltern. Genau. So, jetzt. Warte, jetzt müssen wir ein bisschen in die Ware gehen. Langsam, warte. Du musst höher. So, ja, genau. Zu mir. Nein, Scheiße. Ach, die Fünsche. Also, das Brett hier. So. Langsam. Jetzt schräg hoch zu dir auf 11 Uhr. Aber erst noch ein Stück vor. Und jetzt. Und jetzt? So, jetzt muss auf den Knopf. So kommt die Maus zu ihrem Käse. Jetzt spürt man noch mehr Mensch, ärgere dich nicht. Oi. Hab doch gesagt, die Mäuse sind freundlich.
nicht alle Mäuse sind freundlich. Ich muss da hoch, ich weiß. Ich komme sofort. So. Wir kommen jetzt hier hoch. Ja. Och nö. Wir sind Wellebad. Oh, 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 oh. Hä? Nee, du musst mit dem Arsch draufhauen. Mit dem Schwergewicht. Ah, daneben kommt noch. Hä? Wie komme ich denn von der 1 auf die 3 rüber? Kann man das mal jemand erklären? Oder kommt die jetzt automatisch hoch? Die kommt doch nicht automatisch hoch. Ja doch, die kippt, klar. Ah. Und jetzt? Ja, gut, ich halte mich jetzt hier fest. Aber die kann ja nichts links und rechts krabbeln. Natürlich, komm ja gar nicht mehr hin. Mensch, hopp doch mal. Hä? Komm, gib mir gleich die 2. Daneben, ja, es war daneben, ist richtig. So. Daneben ist auch vorbei. So, wie lange bleibt das jetzt so? Abtesten. Jetzt geht er bestimmt zurück. Ne, rechts hoch. Da musst du lang. An die Wand, an die grüne. Was für grün Wand? Da ranspringen, an das grüne musst du nochmal dran. Müsst ihr dran halten können, oder? Wie komme ich jetzt? Naja, okay, verstehe. Der eine muss da lang, du musst dich groß machen, mein Freund. Sonst kommen wir da nicht hoch. Siehst du die Haken über uns? Da ist ein Haken, da ist ein Haken. Bis uns ranschwingen und hier oben auf den Buzzer hauen. Damit hier diese Klappe aufgeht, die Hundeklappe aufgeht. Also das Ding braucht Strom. Ja, Schraube ist erstmal drin. Ich glaube nicht, dass ich mich groß machen kann, oder? Nee. Geht so, nix. Ach nee, doch nicht. Schade. Ich dachte. Och, was machst du dann? Spielfehler! Spielfehler! Genau. Wie soll ich dann? Ich kann da nicht weiter hochkrabbeln, es geht nicht. Ah, ich komm her, ich komm her. Ah,
Was war's denn? Ja, natürlich. Jetzt bin ich auf einmal wieder hier. So. Willst du jetzt so hochkommen? Haha, möchte ich jetzt Wand zu Wand springen? Wie Wand zu Wand springen? Du bist jetzt oben beim Grünen, oder? Saft. Du musst auf dem Gelben jetzt. Hinter. Nochmal hinter. Und jetzt einmal Wand. Ja, zack, zack, zack. Links und rechts hochspringen, genau. Ja, ja, ja. Aber. Ja, ja. Hier doch. Jetzt rüber. Schwingen schon. Ja, 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 ja. Hat das Ding erstmal Saft. Heiliges Blechle. Eins. So. Pull mir die Finger. Pull my Finger. Ich pull überhaupt nichts am Finger. Mach mal die Schrauben hier wieder gerade machen. Ja. 20 minus 8. Was? Hubswitze sind die besten. Geht das eigentlich hin? So. Ah ja, okay, okay. Ah ja. Jetzt? Jetzt ist hier drüben noch ein Hake. Nimmst du da drauf? Ich versuch's. Ja, ja, kriegst du. Nee. Nicht. Ach, der dreht sich der Haken. Okay, okay, okay. Wenn das Smiley da ist. Ach so. Ich muss jetzt auf den. Ach, ich muss jetzt hier auf drauf springen. Damit du hier drüben springen kannst. Hier. Auf den musst du, auf diesen Pull-Button da. Wer Icke? Ja, dass wir hier praktisch hier rüber springen können. Ja, aber erst wenn der Haken. Du musst praktisch dann da runter gehen. Erst musst du mich nach oben pfeffern. Hier nach oben pfeffern. Jupp. So. So, dann musst du auf das Kissen. Und dann, wenn sich der Haken wegdreht. Ja, aber was bringt das, wenn ich mich jetzt an den Haken und du. Dann kann ich ja gleich auf das Furzkissen gehen. Das ist ja unsinnig, oder? Ja, ich muss dich doch hoch. Du musst dann an den anderen Haken, an dem Smiley. Du musst auf die andere Seite. Naja. Aber schwingen kann ich mich nicht. Bis dahin komme ich nicht. Nee, du musst auf das Sitzkissen, auf das Furzkissen gehen. Von hier oben oder von unten? Das ist halt die Frage. Nee, von ohne, du musst dich schon draufstellen, dass ich dich darüber pfeffern kann. Ja, aber der, der Haken haut dir ab, so jetzt musst du. Geht nicht. Der Haken muss ja hier bleiben. Der muss ja bei uns in der Ecke bleiben. Weil das geht ja. Das kann ja nicht. Also, normal müsst ihr dann hier. So. So. Ne, das geht.
geht gar nicht. Du kommst gar nicht bis da rüber. Habe ich ja gesagt. Du kommst nicht bis zum Haken hin. Ich nehme an, dass du entweder von oben von dem Haken entweder auf das hier drauf springst. Oder der eine muss hier hängen bleiben, dass der andere, keine Ahnung. Ja, doch, geht ja nicht so. Wie du runtergehst, geht ja auch die Luft weg. Also, wir probieren es nochmal. Pfeffer mich nochmal. So, nee, ist egal. Nee, du musst schon auf dem Ding bleiben. Dass der sich erstmal dreht in dem Hage. Aber so weit schwingen kann ich ja gar nicht. Ne? Nein, du musst hier auf das Furzkissen. Du musst direkt auf das Furzkissen kommen und ich muss genau dir Power geben. Oder? Ja, die Power kannst du ja nur geben, wenn du da auf das Ding gehst. Auf das da, ja. Ja, machen wir. Halt doch fest! Ja! Shit. Aber, achso, ja, wir müssen ja. So. Ja, genau. Genau, jetzt müssen wir nicht hier rüber. Jetzt muss ich mal kicken. Ah ja, okay. Da wirfst du mich hier oben ran. Das ist der Falsche. Das ist der Richtige. Ja. Das wäre der Richtige. Aber der Haken. Aber der Haken kommt ja nicht rum. Ach so, nee, dann musst du der Haken erstmal wieder zurückmachen. Nee, Moment. Du musst mich hier eigentlich pfeffern. Du musst erstmal auf das andere Kissen rüber und mich jetzt hochpfeffern. Nee. Drücke mal. Geh mal auf das Squeechy-Ding hin. Nee. Du musst mich jetzt von der Seite, weil du schickst mir die Luft rüber. Ich muss erstmal einen Finger ran, dass ich den Haken zu mir ziehe. Dann muss ich schnell vorrennen auf das andere Furzkissen und dann musst du auf den anderen Hebel rüber. Das war der Falsche. Genau, der Rechte. So, und schickst du den Haken zu mir? Hep. Ah ja, okay. So, jetzt gehe ich dann hier rüber. Bist du soweit? Jawohl. Hep. Fast. Aber so, ja. So funktioniert. Bin drauf. Ju. Das Welle bad. Was haben wir denn hier? Nee? Ach nee, auf den. Hä? Er zeigt's da irgendwas an? Ein Knopf oder sowas? Nö. Was ist das? The Crouch. Jump Time. Oh, ein Glücksrad. Ich frage mich, welche Preise es gibt. Glücksrad.
Weniger Welle. Okay. Gar keine Welle. Mensch! Ach, der hat es eben gar nichts mit dem Dings zu tun. Ajo. Und all dem, ne? Mit zwei Reglern kann man nicht viel machen. Du wärst überrascht. Du musst nur lernen, das zu nutzen, was du hast, um etwas Großartiges zu schaffen. Was malen wir jetzt eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Mach das was. Irgendwas malen, ey. Ich weiß es nicht. Ist einfach nur so ein Kitchen nebenbei? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Anscheinend. Was kann ich denn überhaupt machen? Warte mal, machen wir nichts. Ah, ich kann rechts, links oder was. Mhm. So. Okay. Das ist erstmal ein Haxe, aber dann guten Hunger. Das kenne ich auch, das war ja Dr. Bibber, ne? Muss man eigentlich einen Zahn ziehen? Mhm. Ja, so. Ja, Drufträger halt wahrscheinlich. So, wenn Frosch oder irgend sowas, ne? Also, wenn du Pech hast, dann schnapp dazu. Ja, ich hab's gewusst. Was für ein hinterlistiger Frosch. Ehrlich, war sehr hinterlistig. Oh, was geht, oh. Schweinchen? Oh, jetzt umgefallen, ist so schwer. Oh, guck mal, ich graul's. Guck mal, es lacht sogar, das Schweinchen. Es lacht, es lacht. Was ist dies? Little Red Hood and the Big Bad Wolf. Ah. Ach so. Ich hab hier der Hase und. Was haben wir denn hier? Baseball spielen, Cody! Schläger schwingen. Pass auf mich. Ich war mal richtig gut. Ich weiß, wie man einen Ball schlägt. Nicht so gut wie ich. Was soll denn drücken eigentlich? Hast du jetzt gedrückt? Bitte! X, glaube ich. Locker! War es X? Nee, Viereck. Verdammt! Ich pack das! Kinderspiel! Viereck, ja. Du! Ich hab dich rausgehauen! So. Kaboom! Schau doch, wie er fliegt!
Meine Spielfigur ist kaputt. Meine Spielfigur ist groß kaputt. Okay. Kein Wunder, dass er auf dem Schrott liegt. So. Was haben wir hier? Geografie. Mathe 3. Na, da haben wir versagt. Da waren wir heute nicht gut drin. Ja, in der wirklichen Welt schon. Aber in dieser Welt könnten sie uns nützlich sein. Ja, ein Versuch ist es wert. Genau. Abfahrt. Wow, ist das cool. Hab doch gesagt, dass die uns noch was nützen. Ich liebe sie. Dreh dich auf und davon, May. Der Wasserfall aus Wellen ist im Weg. Finden wir heraus, wie wir ihn ausschalten. Kein Problem. Hab's erste schon gesichtet. Na! Ist wurde. Ah, Scheiße! Dreh doch! Das sieht gut aus. Ja, aber immer noch, oder? Ist hier noch, weil da kann man dann nicht durch, oder? Ist da noch irgendwo ein Ventil? Bin ich jetzt? Die Charlie, oh, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Hier ist noch eins, rotes. Oh. Ah, du bist da, okay. Jo. Na, Mäuschen, dreh mal ein bisschen. Ja, dankeschön. Na? Durch den Wasserfall. Wie war das? Scheiße. R2. Kawabanga. Oh. Was muss ja die Kumpels von meinem Paps unterstützen? Ja, danke. Wie bist du denn hergekommen? Ah, warte mal. Oh. Juhu! Oh, das ist ja ganz schön kaputt, das Ding hier. Guck mal, da ist ein Haufen Leck hier. Oh weh. Wo. Das war zu viel. Oh weh. Was ist eigentlich hier hin? Auf der Insel nichts, oder? Nee, ich denke, das ist auch Totemland. Lass ich mich hier nochmal. Was? Bananenplantage hier? Ja, ein Hindernisparcours! Toll, dass es dir gefällt! Rosie hat das meiste gebaut. Sie macht es uns nicht leicht! Buh. Dankeschön, Charlie! Oh, Scheiße. Wo bin ich denn? Oh, Scheiße. Oh, doch, okay. Nein! Okay, wir haben hier... Natürlich, genau daneben.
Puh. Schon wieder. Nein. Ja. Das wieder los. Mein Plan geht auf. Ihr mögt euch jetzt schon viel mehr. Aber es gibt noch viel für euch zu lernen. Mehr Herausforderungen zu meistern. Also weiter geht's. Wir müssen eure Beziehung retten. Für dein Follower. Bei Old Firehand. Charlie. Was? Was da? Der hat gefragt, wofür? Danke. Fürs Followen. Ja. Ich habe auch nochmal Danke gesagt. Ist alles eine Illusion? So funktionieren Kaleidoskope. Illusion? Oh, das hatte ich auch gehabt. War das nicht so mit den bunten Teilen im Dritte? Dreiecke, die sich ineinander fallen? Dieses Dings, das war so eine Art Trapez, glaube ich, oder sowas. Müssen wir irgendwo hochnehmen, ne? Nein, das bringt nichts. Okay, also wir müssen ja dann Abfahrt. Okay. Doch eine Abfahrt. Nix Abfahrt. Warte mal. Kann ich mich groß machen? Nee, geht nicht. Okay, die Steine haben ineinander jetzt nichts zu sagen, ja. Aber das ist der einzige Raum, wo man irgendwas machen kann überhaupt. Ach, gucken wir da. Ach, gut. Oh. Ja. Du darfst aber... Oh. Ja, ich bin auch schon ganz high. Ich sehe sehr viele Farben. Komm. Nein. Was ist jetzt los? Hilfe. Warum ist hier eigentlich alles eine Achterbahnfahrt? Gut, an der Wand entlang kann man nicht gehen. Darüber kommen wir auch nicht, oder? Aber wir müssen ja dagegen springen, oder was? Okay. Einmal Niemandsland. Geh mal bitte auf die, geh mal auf das Einzelne, was noch lila hier ist. Bringt das was? Ja. Sehr gut. Das gleiche Farben haben die Dinger. So, gut. Alles gut. Hier das gleiche Spiel. Okay. Nee, gerade 3 Uhr. Ja. Ah, da fehlt doch. Hä? Musst du noch hier. Dann ist das wieder. Warte mal. Oder
das da vielleicht? Ja. Ach, easy peasy. Juhu. Gesundheit, soll ich dir sagen. Dankeschön. Was der Kirre im Kopf, ey? Moment, wir müssen die zwei miteinander verbinden hier. Erstmal das da. So, du musst die untersten miteinander verbinden. Da vorne. Das war das eine, was noch offen ist. Jawohl. Okay. Bin ich immer noch in einer Illusion? Was ist noch real? Ach, du bist du. Reiß dich zusammen, Cody. Du kriegst sie dir nicht zu. Wo sind wir denn hier? Ach, hier. Endlich. Wo sind wir hier? Das Herz des Kaleidoskops. Sehen wir uns um. Du musst doch. Okay. Wie komme ich jetzt da hoch? Auch so, ne? Naja, da dreht sich wieder zurück. Nee, ich habe eben gedrückt. Nee, ich muss ja auch irgendwie da hochkommen. Mein Gutster. Dann musst du nochmal drehen, ohne. Was mit dem? Nee, du kannst ihn auch drehen. Das ist auf der lila Seite auch so ein Teil. So eine Sitzgelegenheit. Achso. Ah ja, warte. So ist gut. Jupp. Ich muss dann hier wahrscheinlich auf das. Da ist er. Nee, das bringt nichts. Muss schon so hin. Weiter komme ich aber nicht. Komm nur bis dahin. Nee. Ja, warte mal. Ich müsste mal von der Seite her drauf springen. Aber sobald ich hier weg loslasse, rutscht das scheiß Ding ja. Dahin zu springen ist viel zu weit. Ja, warte. Ja, aber dann kannst du ja nicht drehen, du kommst dann nicht zurück. Du kommst ja nicht hier hoch. Ne, das ist Stopp. Nee, wir müssen irgendwie. Wir müssen ja eh hoch. Ja, ja, das ist schon klar, aber ich muss sie ja irgendwie nach oben kriegen. Du musst doch mal zurückfahren. Ich glaube, hier hoch komme ich nicht, oder? Ne. Rutsch ab. Ja, ich spring noch daneben. Du bist doch so knackt, du. Eieiei. So. So. Warte mal. Wo ist denn die Treppe? Die Treppe geht hier lang. Kann ich den Stuhl doch hier oben auch bewegen, oder nicht? Da kannst du, eventuell, ja. Ich kann gar nichts bewegen gerade, oder?
Ich kann gar nichts, weil ich keine Kraft habe. Dann muss ich vielleicht hoch, oder? Ja, wir müssen das zusammen machen. Ja. Ja, keine Kraft alleine. Muss ich irgendwie hier hochkriegen mit. Ja, ist gut. Probier's dann nochmal. Wieso qualm ich eigentlich so? So, aber dann, ja. Dann haben wir immer noch das Problem. Aber du kannst du nicht nach unten hin? Nee, warte mal. Das muss hier mit irgendwas zu tun haben. Kannst du, guck mal, bei dir ist auf das lilane Teil. Kommst du von hier rüber ran mit dem fetten Sprung? Ah. So. Berg, halt. Gut. So, mit dem Schuh draus. Och, vielen Dank. Wir haben nicht nötig gewesen, Mensch. Danke für deine Spende. Recht herzlichen Dank. Das ist Ton. Bist durch von der Arbeit, okay, dann gute Nacht wünsche ich dir. Und vielen Dank nochmal. Da ist ja ihr Elefant. Und wie sollen wir da bitte hochkommen? Ach, das ist leicht. Wir müssen nur zu dem magischen Schloss, das nebenbei ich gebaut habe. Das magische Schloss ist von dir? Ja, ja, du bist nicht die Einzige in der Familie, die coole Sachen bauen kann. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Und das Ding, das da drüben steht, das fährt uns direkt dahin. Sicher? Ja, ich bin sicher. Würdest du mir vertrauen? Ich versuch's. Danke. Komm schon, wir machen den Weg für den Wagen frei. Ja, mit Sicherheit. Das kann sein, dass es mit Stream Elements zu tun hat. So, hip. Wir müssen zuerst die Schranke öffnen. Ob diese Puppen sie wohl steuern? Was für Puppen? Da ist noch der Saft drauf. Naja. Die Puppe, was ist das? Ah. Hä, wo bin ich denn jetzt? Da hab ich eine Puppe gestellt. Ah, da. Ach, ein Guckloch. Okay. Und jetzt? Ach, brauchen wir mehrere Puppen oder was? Das scheint zu funktionieren. Es gibt noch mehr. Ah, hier oben ist noch einer. Ein Flieger drin. Pow, 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 pow. Was? Ah, hier oben. Okay. Nick, verstehe, verstehe. Halt die doch fest, halt die doch fest, halt die doch fest. Och, Mädle. Ist ja schlimm mit dir.
das? Was? Lasst mich raus, ihr blöden Puppen! Hilfe! Matroschkas. Diese verrückten Puppen. Hä? Kommen die anderen dann hin? Wohin sollen die Figur hin? Warte mal, der muss da bestimmt hierher, oder? Der gibt da ja einen Start an oder sowas. Sehen nützlich aus. Warte mal, der muss ja weg. Und da Monster, der kommt dann da hier. Der ja, das ist der Trillerpfeifenmann, der einen Zug abfahren lässt. Da? Die stehen hier vielleicht noch falsch. Was habe ich denn für einen an der Hand? Hier ist noch eine Türchen, das müsste eigentlich aufgehen. Naja, ich weiß. Aber wo setzen wir denn die hier hin? Was ist das für einer hier? Das für einer eigentlich. Das ist der, der die Kohlen macht, ja, oder? Hätte ich irgendwie Kohlen in der Hand? Feuer oder sowas? Der dampft doch wie Sau. Was ist denn das hier eigentlich da? Das ist der Weichenmann. Ja, das passt schon. Der Weichenmann. Aber warte mal, hier hinten ist noch was. Hier müssen wir ja noch was knacken. Ah, hier fährt der Zug hin. Okay, da geht das Türchen hier hinten auf. Bis dann zum Schluss. Da unten ist aber nichts mehr, oder? So. Ne, da unten ist nichts mehr. Das ist aber nicht der Weichenhain hier. Oder? Der zu der Weichen, der Krawattenmann? Mensch, na warte mal, Moment mal. Vielleicht ist er hier auch, der die Weichen stellt, oder? Ne, da hat er die Trillerpfeife. Ne, aber hier, der... Ne, der mit der Weiche passt schon hierher, glaube ich, oder? Den kannst du ja auch nicht wegnehmen. Oder? Doch, den kann wegnehmen könntest du. Ja klar, wegnehmen kannst. Hier vielleicht den weichen Mann hin. Tu mal den hier raus. Setzen wir den hier rein. Nee. Ah ja. Ah ja. So. So. Dann haben wir hier müssen wir noch einen hinstellen. Aber was für eine. Ich hätte gedacht, ihn ja. Ja, das sieht aus wie ein. Ja. Ja. Mit ihm los. Hä? Ist schon ein bisschen verwirrend. Aber auch nirgendwo ein anderer Platz. Oder? Ja. Ist noch irgendwo einer? Da oben ist noch eine Figur. Ist noch ein Figürle. Vielleicht sind die einfach noch, stehen die nur hier so rum irgendwie. Das kann sein. Dass es wahrscheinlich auch Passagiere sind oder irgend sowas.
Ja. Würde ich was eher. Würde ich was eher vermuten. An hier oben waren die Matroschkas, ne? Ja. War da sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Okay. Na, der Pfeifer gehört ja hier. Und hier ist noch irgendein Spinner drin. Oder? Warum ist das eigentlich zu? Das muss doch off sein eigentlich. Kannst du. Der war ja schon hier drinne. Du musst den mal jetzt hier rein. Nee, der ist verliebt. Warum ist der. Warum zeigt der verliebt an oder sie verliebt an? Die müssen sich gegenüberstehen. Nimm mal den Trillepfeifermann weg. Ach, meinst du, das wäre. Ja, ein. Genau. Stimmt. Danke, du auch. So. Jetzt mal hier. Zack. Wie zeigt der so Herzen an? Aha. Jetzt muss nur noch jemand das Tor öffnen. So. Ah, der Trillerpfeifmann, genau. Der kommt da rein. Siehst du? Weißt du? Mensch, warum nicht gleich so? Ehrlich, wahr? Wow. Das sieht mir aber nicht aus wie der Weg zum Schloss. Ich sagte doch, vertrau mir. War das etwa ein Dinosaurier? Ja, wir sind im Dinoland. Wow, es ist wunderschön. Es ist. Und es bringt uns direkt zum Schloss. Der Dinosaurier? Was wurde aus fährt uns direkt zum Schloss? Ich hab den Dinosaurier da nicht hingelegt. Ist jetzt auch egal. Lass uns einfach versuchen, die Schienen wieder frei zu machen. Wie denn? Vielleicht kann er uns helfen. Ja. Oder uns fressen. Vielleicht ja, vielleicht nein. Tja, wer war es denn? Okay. Ich schnapp mir den Großen. Nimm du den kleinen Roten auf der Plattform. Kleine Rot auf der Plattform. Nee, du kannst von der anderen Seite rüber. So ist er viel gefährlich, zu gefährlich. Guck mal, geh hier vorne lang, da wo die anderen Dinos schlafen. Genau. Jetzt rechts. Musst du mal drehen.
Geht nichts mit deinem Quietschikorn, Runs, hä? Aber ich kann nichts machen. Komm da nicht ran. Du kriegst du hier den, ne? Mhm. Achso, warte mal, halt, stopp, da müssen wir wahrscheinlich auch was machen. Aber sieht ganz normal da hinten aus. Kannst nichts ändern. Ah, ja, ja. That's the problem. Warte mal, fahr mich nochmal zurück. So. Und noch ich mal eine Runde. So. Jetzt fährst du wieder hoch und hältst mal das Ding da fest vorne. Das hier, oder? So, weil dass ich nicht drehen kann. Ja, ja, genau das. So. Genau, so. Und jetzt hältst du mich wieder? Wie soll ich nicht holen? Das geht ja nicht. Der Knochen ist auf der anderen Seite. Ach so, scheiße. Weil der andere hat sich ja jetzt gedreht. Ne, der neben drauf. Rechts von dir. Soll ich den mal festhalten? Mach mal. Halt den mal fest, ja genau. Aber toll, dann kann ich den jetzt hochfahren, aber ich kann nicht hier rüberfahren. Verstehst? Verstarrst? Ja, aber... Ach so, der Arne, der ist jetzt drüber. Mhm. Wenn ich den wieder rummache, ist der drüber. Na, warte mal. Du müsstest jetzt ja einmal klopfen, damit ich wieder das normal rum wäre. Und wenn... So. Jetzt passt doch. Nee, warte mal. Hä, wieso ist der da unten nicht? Der da unten muss ich doch mitdrehen. Du doch mal machen. Wieso dreht der so unten nicht mit? Jetzt dreht er sich. Okay, dann muss ich doch den ersten festhalten, aber dann ist der zweite oder das Problem, hä? Ja. Das verstehe ich halt nicht. Ich kann nur hoch oder runter. Den festhalten und nochmal drehen? Kannst du? Warte mal, wenn ich jetzt nochmal auf den klopp. Der oben rechts, der dreht sich doch jetzt so. Mach den immer, du den immer nach rechts schiebe. So, lass den wieder los. Ach so, das dreht sich. Ach, scheiße.
Na, wenn nicht, machen wir erstmal hier einen Break. Machen da hier weiter beim nächsten Mal. Ist doch kein Problem. Oder? Ja, ich bin halt immer schon wieder so früh aufgestanden. Oh Gott. Aber ich bin jetzt gerade noch am... Wie soll das funktionieren? Tja, gute Frage. Das glaube ich jetzt drehe. Das Blöde ist, ich kann hier auch nicht. Ich kam nur nach rechts. Was hier der Hinter Achbass dann? Nee, nur hier mit dem 2. Okay. Weil der dreht sich ja auch. Probier's nochmal. So. So, jetzt müssen wir es doch eigentlich haben, oder? Alles in Ordnung!
wäre nur fast ausgestorben, das ist alles. Warte. Nee. Nee, du musst hochklettern. Sonst wirst du aufgespießt. Wo muss Nickel? Warte, 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 warte. Okay. Schnell muss man auch noch sein. Du kannst dich darüber in die grüne Wand da glitschen lassen. Nein! Scheiße! Ach Mann! Da ist nix. Zumindest nicht von meiner Seite. Ich kann da nichts machen, mein Freund. Kann ich nur ab hier dann irgendwann mal. Ja, ich glaube, du musst unten lang. Mein Jutzler. Oder? Ah ja. Du musst gegen die Wände dann springen. Das geht hier nicht. Du kannst dich dran festhalten vielleicht? Ach, du sollst nicht springen. So, doch. Aber... das Land nicht aus. Ziemlich weit hoch. Kannst du noch weiter runter mit dem Ding? Ich müsste mal, glaube ich. Warum drücke ich dann immer her darauf zu drücken? So. Doch einen Doppelsprung und dann war es Kreis oder Viereck. Ich glaube Viereck. So. Ne, das läuft nicht, wir müssen nochmal runter. Oh. Im Arsch. So, jetzt. Genau. Warte. Also die Sequenz noch und dann tut die. Mr. Dino, bitte nicht persönlich nehmen. Ja, sonst. Oh, Alter! Wie wär's mal mit einem Kaugummi? Gut gemeinter Rat. Okay, ab rein da.
Cody? Warum rieche ich Rauch? Rauch? Ich rieche nichts. Deine Nase war schon immer empfindlich. Ach ja? Und warum sehe ich davon Feuer? Oh, oh. Oh, oh nein. Guck dir das an. Hey, May, geh du in das andere. Ist ja irre. Cool. Ich komme mir vor wie ein Hamster. Ja, aber sieh's mal von der Seite. All die Sachen, die ich für Rosie gekauft habe, spielen uns jetzt in die Karten. Ja, du meinst sowas wie das da? Ja, das ist doch... Das ist doch nur ein Kuscheltier. Na klar. So, liebe Freunde, dann würde ich sagen, das war's von unserer Seite her. Erstmal, ja. Fürs Erste. Wir sehen uns auf jeden Fall im Part 5, zumindest hier bei Frohlichs Gamerhaus wieder, entweder auf Twitch oder YouTube. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, das war's auf jeden Fall von heute, von unserer Seite her. Vielen Dank fürs Zuschauen zu It Takes Two. Ja. Wir sind raus. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Genau, macht's gut. Ich wünsche euch schönen Wochenend. Schönen Feiertag, der 1. Mai. Ja, genau. Und ja. Vielen Dank für die Follows und das Schreiben. Ja, okay. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So. Uiuiui.